bzw. verschlechtert. Wenn man dann noch bedenkt, dass der individuelle Vitaminbedarf eines jeden Einzelnen auch immer vom Alter und Lebenswandel abhängt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ohne Vitamine können Mensch und Tier nicht leben. Nur 2 der 13 Vitaminarten kann unser Körper in geringen Mengen selbst herstellen. Die anderen 11 Lebensgeister müssen vollständig durch die Nahrung in Form von Obst und Gemüse aufgenommen werden. Ausgewogenheit lautet die Devise, denn jedes Vitamin hat seinen eigenen Platz im Regelwerk des Körpers. Es kann nicht durch ein anderes ersetzt werden. Die flinken Helfer steuern biochemische Vorgänge und ermöglichen so den ungestörten Ablauf vieler Lebensprozesse. Man unterscheidet zwischen fett- und wasserlöslichen Vitaminen. Die fettlöslichen Vitamine wirken auf Zellmembranen und Organe. Sie werden über das Lymphsystem transportiert. Der Körper kann sie nicht ausscheiden und speichert sie auch in großen Mengen. Die wasserlöslichen Vitamine der B-Gruppe und das Vitamin C können nicht im Körper gespeichert werden und werden mit dem Urin ausgeschieden. Fettlöslich sind die Vitamine A, D, E und K. Hauptlieferanten für das fettlösliche Vitamin A sind Karotten, Spinat, Grünkohl und Salat. Es ist wichtig für die Augen und die Schleimhäute. Ein Mangel führt zum Erblinden. Vitamin D wird zu 80% von der Haut gebildet, aber nur in Verbindung mit Licht. Das fettlösliche Vitamin steckt in Fleisch und Fisch und hilft beim Aufbau von Knochen und Zähnen. Bei Mangel kommt es zu Rückgratverkrümmungen. Das fettlösliche Vitamin E aus Schwarzwurzeln und Ölen verhindert, dass Vitamin A und ungesättigte Fettsäuren im Körper zerstört werden. Vitamin K steckt in grünem Gemüse und ist für die Blutgerinnung zuständig. Bei Mangel kann man bereits an einer Schnittwunde sterben. Deshalb schlucken Säuglinge direkt nach der Geburt einen Löffel davon. Wasserlöslich sind die Vitamine B und C. Hauptlieferanten der 4 B-Vitamine sind Milchprodukte, Kartoffeln und Kohlsorten. Vitamin B beeinflusst den Fett- und Eiweißstoffwechsel und die Zellteilung. Rauchen und Alkohol steigern den Bedarf. Vitamin C aus Zitrusfrüchten regt die weißen Blutkörperchen an und stärkt damit das Immunsystem. Es ist für Haut, Knochen und Zähne zuständig. Vitamine sind lebenswichtige Substanzen mit komplexen Funktionen, die wir nicht entbehren können. Ja, und außerdem schmecken sie garantiert besser in Form eines Apfels oder einer Banane als bunte Pille. Wenn Sie mehr über das Thema wissen möchten, schauen Sie auf unserer Internetseite dreisat.de/nano nach. Dort haben unsere Onliner einen Vitaminschwerpunkt für Sie zusammengestellt.